In diesem Video gibt es die ersten Meilensteine beim Bau der neuen Loringbrücke zu sehen. Wenn es gefällt, sehr gerne ein Like hinterlassen und den Kanal Bochum2go abonnieren. Die alte Loringbrücke hat ihre Pflicht erfüllt. Die ältesten Brückenteile hier sind von 1909. Im Laufe der Jahrzehnte ist die Brücke immer weiter gewachsen, weil immer mehr Bahngleise dazugekommen sind. Im Schatten der alten Brücke entsteht jetzt eine neue. Und diese Brücke ist eine echte Herausforderung. In der Größenordnung bauen wir normalerweise nicht. Das ist auch für uns sehr, sehr ungewöhnlich. Das, was jetzt entsteht, muss mindestens wieder 100 Jahre halten. Vorher war es ein Strich auf dem Papier, jetzt wird es langsam konkret. Wir sehen, dass es nur noch eine Stütze gibt, die V-förmig dann gestaltet ist, statt einer Brücke, wie wir sie heute haben, mit mehreren Feldern und mehreren Stützen. Wir werden auch einen komplett anderen Querschnitt später oben drauf bekommen, nämlich zusätzlich mit Radverkehrsspuren. Das ist für mich besonders wichtig, dass wir da auch zeitgemäße Infrastruktur schaffen. Das bietet die alte Brücke alles nicht. Im Frühjahr 2022 haben die Arbeiten hier angefangen. Jetzt, fast ein Jahr später, wird es besonders brisant, denn die Bahn stoppt zum ersten Mal ihre Züge für den Bau. Das nennt sich Sperrpause und dieser Termin ist seit Jahren fix. Sperrpausen heißt, wir dürfen über Gleise und über stromführende Leitungen hinaus arbeiten. Das muss man 3 Jahre vorher anmelden und man kann es nicht verschieben. Wenn wir dieses Zeitfenster nicht geschafft hätten, dann hätten wir uns hinten anstellen müssen und nach 3 Jahren hätten wir dann wieder eine Sperrpause gekriegt. Da wäre das Bauwerk nicht zu bauen gewesen. Das Ganze ist natürlich auch nicht ganz reibungslos abgelaufen. Das heißt, man musste immer wieder Störungen dann kompensieren. Kompensieren durch Mehrarbeit, durch Wochenendarbeit, durch Nachtarbeit. Und da ist natürlich der Druck gewaltig, um diese exakten Sperrpausen auch halten zu können. 2 Tage sind es noch bis zur ersten Sperrpause. Jetzt muss alles punktgenau klappen, damit der Zeitplan nicht zusammenbricht. Die V-förmigen Stützen sollen zunächst aufgestellt werden. Die Stahlkolosse warten genau da, wo sie zusammengeschweißt wurden. Fast 70 Tonnen wiegt so ein riesiges V aus Stahl. Es sind spezielle, ferngesteuerte Fahrzeuge nötig, um diese Riesen zu bewegen. Dazu muss die Stütze exakt so gelagert werden, damit sie unterwegs nicht runterkippt. Sieht fast wie ein Förderturm aus, wenn man aus der Luft drauf guckt. Passt doch zu Bochum. Jetzt muss dieses V nur noch aufgestellt werden. Seit einem Jahr sind wir hier für am Vorbereiten. Hier sind schon tausende Kubikmeter an Erdmassen bewegt worden, um die Pfahlkopfplatte hier herzustellen. Das Fundament, die Gründung dieses Stahlverbundbaus. Und heute ist der erste große Meilenstein, dass wir jetzt die Stütze hier setzen dürfen. 2 Kräne werden diesen Job übernehmen. Aber das Aufrichten gestaltet sich komplizierter als gedacht. Es gibt plötzlich Probleme mit den Seilen. Die würden beim Hochziehen gegen das Stahlteil drücken. Ein Sicherheitsrisiko. Weil wenn dieses gegen das Bauteil drückt, besteht natürlich die Gefahr, dass dieses Hubseil dann einen Knick bekommt und eventuell sogar reißt. Um dem vorzubeugen, haben wir dann nochmal einen Schäkel zusätzlich geholt und angebracht, um dann gefahrlos heben zu können. Jetzt, wo das Ding schon mal senkrecht steht? Ja, sehr gut, sehr gut. Und es geht mir noch viel besser, wenn wir das Bauteil dann auch in Endlage haben und es dann auch wirklich passt, weil es ist tatsächlich Millimeterarbeit.
Am nächsten Tag wird das zweite V genauso aufgestellt, pünktlich zur ersten Sperrpause bei der Bahn. Die wird genutzt, um die 60 Tonnen schweren Querverbindungen anzubringen. Aus V wird Dreieck und so ganz langsam nimmt die Brücke Gestalt an. Ja, wenn die Köpfe fertig sind und dann die Platten oben drauf kommen, also die eigentlichen Fahrbahnelemente drauf kommen, die Mittelstütze muss erst stehen und aufgerichtet sein, dann kommen die Längsträger und dann kommt der eigentliche Brückenaufbau, dann wird man richtig das Gefühl von Brücke entsteht nochmal haben. Und das passiert dann 2 Wochen später. Vielleicht noch ein paar Zahlen. Für die neue Loringbrücke werden rund 6.800 Kubikmeter Beton verbaut und sie besteht aus rund 1.200 Tonnen Stahl. 16 Millionen kostet der Bau und wenn alles so weiter nach Plan läuft, wird sie Ende 2023 fertig sein. Im nächsten Jahr soll dann die alte Brücke nebenan abgerissen werden.